Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Battle Play Pokémon XY Online-Kämpfe. Hier jetzt nun im vierten Part haben wir jetzt nun einen anderen Dominik hier vor uns. Ja, das ist jemand anderes, ne? Der wird ja auch groß geschrieben. Und wenn ich deinen Kanal habe, dann kann ich den auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber wir kommen jetzt mal zum Kampf. Ich kämpfe hier mit Simsela, Letarking, Lepumentas, Amaldo, Brutalando und Empoleon. Und mein Gegner mit Glurak, Durengard, Fiaro, Staraptor, Austoss und Potrot. Schon interessant genug, dass er mit Potrot anfängt. Das kann man ja sehen. Ganz rechts fängt er ja mit dem ganz rechten Pokémon an, mit Potrot. Fand ich schon merkwürdig genug. Denn er hat ja auch ein Fiaro im Team. Mit dem würde man normalerweise anfangen. Damit Kehrtwender kann man dann wunderbar rauswitchen. Aber ich fange mit Simsala an. Ist übrigens ein Mega-Simsala, habe ich vor kurzem auch gezüchtet. Wie auch Letarking, Lepumentas und Amaldo sind alle vier neu. Auch Brutalando ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal dabei und darf auch antreten. Aber ich muss sagen, ich hätte sehr, sehr große Angst vor diesem Durengard, was da in seinem Team ist, denn das kann ein Set haben, was mir sehr, sehr, sehr viel Schaden machen kann, weil ich einfach nichts dagegen habe. Das ist so mein Problem. Ich fange mit Dekferon an, meinem Simsala, und er mit Potrot. Potrot sehr, sehr verdammt defensiv, muss ich sagen. Also da fällt mir nichts dazu ein bei diesen Verteidigungswerten. Selbst Mega Simsala mit einem verdammt hohen Spezialangriff kann dann nicht wirklich viel machen, wie ihr jetzt gerade sehen werdet. Eine Psychokinese würde da kaum Sinn machen, denn das generische Pokémon ist resistet. Dank der Fährte, die mein Mega Simsala hat, konnte ich jetzt wissen, welches Set dieses Shiny Potrot jetzt hat. Nämlich Umkehrung hat er dabei. Das heißt, er baut wahrscheinlich auf Hausbruch auf und somit seine Verteidigungswerte zu erhöhen. Und er hat das Klebenetz dabei. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen, dass er das dabei hat. Das Gute ist, ich habe natürlich mein Lepumentas dabei und das ist mein absoluter Lieblingsbanner, der kommt jetzt natürlich auch rein. So, und jetzt kommt er mit Hausbruch. Das war mir jetzt aber egal, weil ich mir eh sicher war, ich habe auch ein Toxin drauf und das kommt jetzt auch gleich raus. Ich versuche jetzt nun mit Lepumentas das Ding runter zu stallen. Klar war mir auch bewusst, dass dieses Portal mit Sicherheit selber das Toxin dabei hat, aber das war mir in dem Sinne nun auch egal. Jetzt hat er zwar die Überreste drauf, aber ich kann Toxin und ihr werdet gleich sehen, dass diese Überreste ihm überhaupt nichts bringen werden gleich. Wegen einem ganz besonderen Move, den ich auf meinem Lepumentas noch drauf habe. Er macht jetzt den Kraftteiler, war mir jetzt komplett egal. Denn mein Lepumentas selbst ist ja sehr, sehr defensiv und hat auch keinen einzigen Angriffs-Move. Und des Weiteren hat mein Dogu hier, mein Lepumentas, selbst die Attacke Kraftteiler drauf. Das heißt, ihr könnt euch denken, dass der Sinn hinter diesem Set genau der gleiche ist wie bei Potrot. So, hier kommt jetzt meine Heilblockade. Das heißt, ich kann jetzt seine Überreste erstmal zunichte machen. Und hier kommt Seitoxin. Glücklicherweise für mich ging das daneben. Aber trotzdem, kriegt jetzt erstmal wieder Giftschaden. Ich konnte jetzt immerhin das Klebenetz weghauen, aber trotzdem ist mein Feld immer noch nicht sicher, weil Potrot kann jederzeit wieder erneut das Klebenetz raushauen. Hier kommt jetzt immer das Toxin. Und ich hatte eigentlich eher gehofft, dass er Erholung einsetzen würde. Dann würde er mindestens zwei Runden schlafen. Und dann wäre das Klebenetz nämlich nicht draußen. Das wäre der Vorteil gewesen, hätte er zuerst Toxin eingesetzt, nämlich. Also hätte er Toxin getroffen. Hätte er wahrscheinlich Erholung eingesetzt, hätte er das drauf gehabt. Und dann würde er zwei Runden schlafen, das Klebenetz wäre draußen. Und ich könnte ganz in Ruhe dann Potrot mit diesem Chrono Force hier besiegen. Weil ich ihn mein Spezial angreife, aber das Klebenetz kommt wieder raus. Und das heißt, ich habe Init Probleme hier in diesem Sinne, aber gegen Potrot brauche ich dieses Klebenetz nicht wirklich zu beachten, weil Potrot ist mördermäßig langsam. Klar hat jetzt dieses Potrot auch Kraftteile. Es war jetzt, glaube ich, unsinnig von mir, Agilität zu drücken. Ich hätte lieber sofort Siedewasser einsetzen müssen. Das hätte nämlich vermutlich ausgereicht gegen Potrot, weil es leider mein Fehler, dass ich Agilität eingesetzt hatte. Da hätte, wie gesagt, das Siedewasser zuerst mehr Sinn gemacht. Ich hole jetzt wieder Dogu rein. Er macht jetzt Hausbruch als letzten Verzweiflungsmove, weil er weiß, dass er durch das Gift jetzt leider sterben wird. Ich habe Dogu rausgebracht, weil ich jetzt gleich in der nächsten Runde meinen Turbodreher einsetzen möchte, um das Klebenetz gleich wieder wegzukriegen. Aber ich wusste es ja sofort, ich hatte im Hintergrund die ganze Zeit dieses verdammte Durengard, das ist ein Geist-Pokémon, das heißt, Turbodreher macht da keinen Sinn. Und vor allen Dingen hat dieses Pokémon auch noch einen Schattenstoß, dann kann mein Lepumentas das sehr, sehr wehtun. Und hier kommt das Durengard auch noch. Und jetzt wird's witzig. Denn er konnte ahnen, dass ich jetzt austausche. Das macht keinen Sinn, dass ich mit Lepumentas drin bleibe. Deswegen kann er auch ganz ruhig seinen Schwertern gleich einsetzen. Und ja, ich wollte unbedingt mein Darunia einsetzen. Mein großes Problem ist, ich habe zwar Dunkelklaue und Erdbeben drauf, warum auch immer ich jetzt Dunkelklaue einsetze, weil
Es war ja klar, dass er jetzt Königsschild einsetzt, denn jetzt kriege ich einen Angriffsdrop. Erdbeben hätte mehr Sinn gemacht, weil dann hätte ich den Angriffsdrop nicht bekommen. Mein großes Problem ist, ich habe jetzt diese Schnarchnase als Fähigkeit. Das heißt, immer wenn ich zum Zug kommen würde, alle zwei Runden, könnte er sein Königsschild einsetzen und sich schützen. In den anderen Runden würde er sich dann hochboosten mit seinem Schwertanz, wie ihr jetzt gerade sehen könnt. Er macht wieder sein Königsschild, ich mache wieder Dunkelklaue, was auch wieder dämlich ist. Ich glaube, ich habe Erdbeben in dem Sinne einfach mal übersehen, dass ich die Attacke drauf habe. Ich hätte schon da rauswechseln können, eigentlich auch schon vorher. Ich wollte jetzt es zumindest probieren, bevor er sich jetzt hochboostet, dass ich es schaffe, das Klebenetz nochmal wegzukriegen. Und ich hatte gehofft, dass er die Attacke nicht drauf hat, aber er hat die Sanktoklinge drauf, leider. Mein Verhängnis, denn diese Sanktoklinge kann sowohl Empoleon als auch Detarking sehr, sehr effektiv treffen. Und klar, mit einem Schattenstoß ist er mit der Prio natürlich schneller und mit einem doppelten Schwertanz erst recht stärker oder stark genug, um Lepometas rauszuholen aus dem Kampf. Und das heißt dann, ich konnte das Klebenetz nicht wegdrehen. Jetzt komme ich zu meinem Amaldo. Denn ich wusste jetzt schon, ich habe riesengroße Probleme gegen dieses Pokémon jetzt noch irgendwas auszurichten. Ich wusste, Amaldo kann immer noch ein bisschen was ausrichten, denn ich trage einen Fokusgurt. Klar konnte er jetzt mit dem Königsschild erstmal scouten, was ich einsetze. Das Schöne ist, mein Felswurf, den ich jetzt einsetze, das ist keine kontaktphysische Attacke, somit kriege ich auch keinen Angriffsdrop. Aber trotzdem, er hat jetzt Zeit genug, erstmal sein Schwertanz rauszuhauen. Ich mache somit erstmal Felswurf weiter. Glücklicherweise trifft die Attacke auch immer wieder, weil sie hat dann eine Genauigkeit von 90. Ihr kennst du die Genauigkeit im Pokémon, die ist ja nicht immer so von Vorteil bei jedem Kampf. Immerhin mache ich 4 Treffer, das ist doch schon mal was. Und jetzt konnte er natürlich ganz in Ruhe angreifen. Aber er konnte ja in der Zeit nicht ahnen, dass ich ja meinen Fokusgurt trage. Und somit konnte ich noch einmal mit meinem Felswurf angreifen, aber selbst das hat nicht wirklich viel gebracht. Und jetzt kann dieses verdammte Durengard mit Schattenstoß jedes Pokémon effektiv treffen, was schneller wäre als er. Und wegen diesem verdammten Klebenetz ist er auch mit einer Sanktoklinge schneller als die anderen Pokémon jeweils. Also als Darunia und Empoleon, also mein Chronoforce. Das heißt, Sanktoklinge würde da sehr effektiv reinhauen. Hat mir somit überhaupt nicht gefallen. Jetzt kommt Dodongo, mein Bruder Lander. Aber selbst das kann nichts ausrechnen, denn jetzt hat er ja 3 Schwertänze drin, ist also auf einem vierfachen Angriff und ein Schattenstoß reicht da locker aus für meinen Bruderlander. Also da konnte ich mit ihm leider nichts mehr anfangen. Ich stecke ziemlich in der Klemme wegen diesem verdammten Durengard. Und dieses Empoleon hier, was ich habe, hätte ich noch wunderbar brauchen können gegen Glurak, gegen Fiaro. Es wäre so praktisch gewesen, aber auch das konnte gegen einen Schattenstoß nichts mehr ausrichten. Dieses verdammte Durengrad, das sweept ihr jetzt gerade total durch. Ich habe leider Fehler begangen am Anfang des Kampfes, als Durengrad reinkam. Ich hätte ahnen können, dass er so Durengrad reinholt, dann hätte ich gar nicht erst versuchen müssen, das zweite Klebenetz wegzuspinnen mit meinen Lepomentas. Und diesmal war ich schlau genug, auch Erdbeben einzusetzen und eine Dunkelklaue. Aber was soll ich machen? Er kann immer dann Königsschild einsetzen, wenn dann ich mit dem Angriff durchkomme, sonst habe ich Schnarchnase leider erwischt. Und dann kann er angreifen mit der Sanktoklinge und das reicht leider aus. Tja, mein vorletztes Pokémon, jetzt habe ich nur noch meinen Simsala und ihr wisst, das Pokémon hat Schattenstoß. Das reicht locker, locker flockig aus bei meinem Simsala. Ich meine, vervierfachter Angriff, Stab, Schattenstoß und dann auch noch bei den Verteidigungswerten, nee. Ihr werdet gleich sehen, wie schnell der KP-Balken sinkt. So, das war's dann. Schönes Spiel. War mein Verhängnis, dass du dein Durengard mitgenommen hast, Dominik. Das war auf jeden Fall ein Vorteil für dich. Somit habe ich jetzt 5:0 verloren. Ich konnte immerhin sein Potrott umhauen. Aber gegen Durengard habe ich leider nichts in der Hand. Ihr könntet es sehen. Schattenstoß hat in diesem Fall Simsala und Lepumentas weghauen können. Mit Sanktoklinge dann konnte es Empoleon und Letarkin gut weghauen. Und mit Schattenstoß dann auch Brutalander und Amaldo. Das heißt, Durengard hat alle 6 Kills verursacht. Ja, also mein Problem, hätte ich Letarking gleich überhaupt gar nicht erst eingesetzt, das hätte mir eigentlich vorher sicher sein müssen, dass Letarking da nichts bringt gegen Durengard wegen der Taktik mit Königsschild und so weiter, dann hätte ich Lepumentas gar nicht erst einsetzen müssen, weil ich wusste, dass Durengard kommt, dann hätte ich auch gleich was anderes einsetzen können. Und in Polen habe ich auch falsch gespielt, eben einmal, als ich Agilität eingesetzt hätte, oder hatte, dann hätte ich nämlich auch gleich Silberwasser einsetzen können, dann wäre Potrott schneller K.O. gegangen. Ja, das waren meine Fehler diesen Part. In diesem Kampf meine ich. Ich hoffe, dass es dann im nächsten Part, im nächsten Kampf wiederum,
dann besser laufen will für mich, sodass ich meine Pokémon ein bisschen schlauer spiele und dass auch Letarking mal zu seinem großen Einsatz kommt. Denn das kann auch sehr böse reinhauen. Das konnte jetzt hier nicht zeigen, was es drauf hat, leider. Aber gegen Durengard hatte ich auch wirklich keine Chance. Auch bei dir hoffe ich, dass ich mal eine Revanche kriegen kann, genauso wie bei Present LP. Und dann sehen wir mal, ob ich dich irgendwann mal wieder erwische und ob wir mal wieder einen Kampf gegeneinander machen können. Wir sehen uns somit im nächsten Part wieder, im nächsten Kampf. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich bin gespannt auch, wer gewinnt. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.